Okay. Sag doch, von oben sieht das Ganze schon etwas besser aus. Hier unten gibt's die Strauße. Sammle Mägen von gescheckten Straußen, besorge Riesenmantis. So, dann landen wir mal hier eben. Achtung, keine Bremsen, keine Bremsen. Ah! Ey, was willst du, scheiß Strauß? Oh, die sind ein Level höher als ich. Zumindest mal, vielleicht nicht alle, aber teilweise unter Umständen. Okay, Riesenmantis. Scheiße, sieht gut aus. Sieht gut aus, gefällt mir. So, bam. So. Und Achtung. Sturm! So, da liegt der Strauß auf dem Rücken und wird sich so gar nicht entzücken. Scroll Grace, Sturm und Griff. Upgrade auf Rang 2. Okay. Du kannst auch eine Quest beenden, wenn du noch nicht alle Questziele erreicht hast. Du erhältst dann die volle Bezahlung, aber weniger Erfahrung. Aha. Okay, man kann Quests vorher als beendet erklären. Naja. Da kann man jetzt denken, was man will. Ich persönlich bin da nicht so der Fan davon. Aber, naja. Lass gut sein. So, Ansturm. Machen wir, ich glaube, noch zwei. Zwei brauchen wir, glaube ich, noch. Dann müsste das gewesen sein. So, den hier noch. Da haben wir noch einen Straußenmagen mit. Und nicht nur Geldbörsen des Farmers. Sie hätten auch eigentlich, weiß ich nicht, dann daraus dann im Endeffekt nur, so, wo muss ich jetzt hin? Da oben hin. Dass man daraus dann nur, EP kriegt? Ich meine, weiß ich nicht. Da hätten sie die EP vielleicht auch gleich irgendwie anderweitig vergeben können. Dass man dafür aber dann was looten muss. Ja, da kann man jetzt ehrlich gesagt drüber streiten. So. Schiff 3. Und wir müssen da unten hin, so wie es aussieht. Was ist das hier? Gleiter Nitro. Detoniere, um einen Gleiter sofort aufwärts schnellen zu lassen. Aha! Das, okay. Salto links. Geil. Gleiter falten. Das werden wir auch gleich mal noch ausprobieren. Ah, okay. Ja, das muss man alles mal probiert haben. So, wo ist er denn? Müsste ja nicht hier irgendwo sein. Ach nee, der ist da unten. Okay, Schiff 3 und dann Gleiter Nitro. Hat eine halbe Minute Abklingzeit. Manche Quests bescheren dir ein kostenloses Reittier zur Aufzucht. Mit Reittieren kannst du dich schneller bewegen. Du kannst sie in Läden kaufen oder als Questbelohnung erhalten. Aha, okay. Auch aufziehen. Na, da bin ich mal gespannt. Da bist du. Gut, unsere Partnerschaft wird ein großer Erfolg. Sieh mal, mit diesen Wägen kann man eine kreischende Laute machen. Wenn wir die verkaufen können, werden wir reich. Wem könnten wir sie wohl verkaufen? Ich weiß, Visanas hat vor ein paar Stunden gesagt, dass er nach Weitreich wollte. Wenn du schnell bist, kannst du ihn vielleicht bis zur Sandtier-Oase einholen. Ich bin mir sicher, dass die Laute im Weitreich verkaufen kann. Das ist ein beliebter Rastplatz für Baden. Natürlich würde es ihm ein schönes Sümmchen einbringen, wenn er das gute Stück in Osterra verkaufen würde. Das ist der beste Handelshafen für alle möglichen Waren. Dort findest du so ziemlich alles. Leider wissen das auch die Schattenfalken und überfallen gerne Händler auf dem Weg nach Osterra. Dieses Mal würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Gut. Sprich mit Visanas, ja. Wo soll der Depp sein? Irgendwo da vorne. Sanctia-Oase. Die ist nämlich auch da vorne. Was gibt's denn hier dann sonst noch? Gibt's hier noch weitere Quests irgendwie? Oder soll ich dem jetzt einfach mal stur folgen? Und das mit dem Level 10 und dem Reittier? Naja gut, aber ich bin ja erstmal Level 6.
So schnell mal die Mühlen des EPs dann doch nicht. Da draußen ist eine Quest, guck mal. Und zwar bei diesen Kanonen hier. Regenbogengenerator, aha. Wollen wir nochmal anhören, was Ingenieur Kim zu sagen hat. Hast du einen Moment Zeit? Ich muss dieses Leomorph-Junge zu Yanami in den öffentlichen Stall bringen. Ich würde es selbst tun, aber ich kann hier nicht weg, ehe ich mit diesen Berechnungen fertig bin. Und das arme Ding wird immer ängstlicher. Es ist schließlich nur ein Baby. Versuche es nicht zu grob anzufassen. Ja. So, wo muss ich hin? Das muss wohl direkt da oben sein. Für ein Junges ist es ganz schön schwer. Außerdem könnte es auch selber laufen, wenn es hier nicht die ganze Zeit rumpennen würde. Naja, gut. Tragen wir das kleine Ding halt mal eine Runde. Aber wir sind ja auch schon am Ziel. Stallknecht Yanami. Hey, du hast das Junge hergebracht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist so ein Sensibelchen. Vielen Dank. Leomorph-Jungen müssen eine Wiederwurzel fressen, um sich zu entwickeln. Du kannst Wiederwurzel mit Samen anpflanzen, um sie zu füttern. Aha. Braunschweif, Schwarzschweif. Pflanze den Wiedersamen auf dieser Weide. Daraus wird genug wachsen, um dein Junges zu füttern. Behalte sie im Auge, sonst verwelkt sie noch, die Pflanze, meine ich. Wenn du die Pflanze verwelken lässt, musst du neue Samen von einem Stallknecht wie mir holen. Schritt 1. Pflanze einen Wiedersamen in einem öffentlichen Stall. Schritt 2. Benutze einen Arbeitspunkt, um die Vita-Wurzeln zu ernten, sobald sie ausgewachsen ist. Okay. So, jetzt haben wir hier einmal Geldbörse des Farmers. Und da kriegt man tatsächlich eigentlich nur EP, ne? Ja. Also wie ich das zumindest mal sehe. Aber okay. So, kreische Laute nicht handelbar, ist nicht verkäuflich. Ist ein Questgegenstand, der ist auch nicht verkäuflich. Verbrauchsgüter. Achso, dann hier haben wir ja einfach alle Questgegenstände. Okay. Vita-Samen. Habe ich hier jetzt eine... ich habe dafür eine Quest. Pflanze Vita-Samen. Muss ich das machen? Hier oder was? Aha. Besitzer Shuigao. Übrige Zeit 20 Sekunden. Okay. So wird mir jetzt also gerade mal das Pflanzen beigebracht. Das finde ich ja nicht schlecht. Da ist ein Brunnen. Mit dem Brunnen können wir auch was anstellen. Wasser holen. Da habe ich Wasser bekommen. Ernte Vita Wurzel. Dafür habe ich Zeit. Eine Stunde. Nö, wir enden jetzt natürlich gleich. Sprich mit Yanami. So. Dann, so, ich hab's gemacht. Und jetzt? Bist du jetzt stolz auf mich? Achso, Belohnung wählen. Schwarz-Weiß-Schweif. Naja. Zu meinem Charakter würde ich ja tatsächlich sagen, passt vielleicht eher ein Weißschweif. In Ordnung. Geben wir unserem Kleinen ein wenig Platz zum Wachsen. Hier ist ein, was? Hier auf dem Feld ist es, ist er in Sicherheit. Junge sind immer hungrig. Du solltest ihm auf jeden Fall etwas zu essen geben, bevor es zu schwach wird. Das ist zwar ein Betriebsgeheimnis, aber ein qualitativ hochwertiger Leomorph lässt sich nicht nur mit Nahrung alleine heranziehen. Du musst dich mit ihm beschäftigen, ab und zu mit ihm spielen. Vergiss das nicht. Komm wieder, wenn der Leomorph ausgewachsen ist. Dann könnt ihr wahrlich Partner sein. Ein Gefährte für all deine Abenteuer, ganz gleich wie furchterregend sie sein mögen. Aha.
Und was ist, wenn ich hier so einen Wolf haben möchte, der alles auffrisst, was ihm in die Quere kommt? Na gut. Erzeuge ein Weißschweif-Leomorphen, Junge. Jetzt pass mal auf. Okay. Sammle Braunschweif eine abschließen. So, das müsste dann Weißschweif sein. Das ist das hier. Getreide, Wiederwurzel. Da haben wir hier Wasser. Mit dem Mausrad kannst du das Ziel drehen. Während du die Alt-Taste gedrückt hältst, kannst du mit dem Mausrad das Ziel präziser drehen. Während du die Umschalttaste drückst, kannst du mit dem Mausrad... Benutze STRG. Ah, da lässt es sich dann noch in kleineren Schritten drehen, okay. Control benutze, um die Sicht anzupassen. Und Shift kann dann das Tier immer um 15 Grad drehen. Okay. So, was, wenn ich jetzt damit fertig bin, dann steht das jetzt vor mir. Okay. So, Rechtsklick. Baby unterhalten. Die Vita-Wurzel, die nehme ich hier mal unten in die Leisten. So, füttern. Heranwachsendes Leomorph-Junges. Was man jetzt natürlich nicht weiß, wie lange das dieses Heranwachsen dauert. Ups, hätte ich die Quest hier machen sollen, nicht da drüben. Ah, okay. Was ist, wenn ich F Wasser geben? Aha, das geht also auch. Und was kann ich jetzt mitmachen? Wasche das Tierbaby. Naja. Alter, wie das Ding aussieht. Scheiß die Wandern. So, mal ein bisschen warten. Das wäre dann also mein Reittier, oder was? So, der will wieder irgendwas. Spiele! Siehst du, wie ich tanzen kann? Mach das mal nach, mein Junge. Mach das mal nach. Boah. Alter. Gut. Rechtsklicke das Reittiersymbol in deinem Beutel, um dein Reittier herbeizurufen. Platziere das Symbol für den Schnellzugriff in deiner Shortcut-Leiste. Jo, werde ich mal machen, aber ich glaube, ich brauche mehr. Rechtsklicke das. Okay, aufsitzen. Hüa! Und was ist das? Vom Begleiter absteigen, herbeirufen des Kleiders abbrechen. Einfach Lauf. Ja. Achso. Ah. Okay. Cool. Tja. Damit hatte Darwish auch sein... Moment, was ist das? Skillsfenster. Achso. Ich habe noch einen Skillpunkt übrig. Ja, weiß nicht. Ich habe nur noch keinen Plan, wo ich das reinstecke. Beidhändigkeit-Anforderung? Moment. Beim Beidhändigen für den Kampf lassen sich durch Parieren auch Fernkampfangriffe ablenken. Erhöht die Nahkampfrate kritisch. Brauche ich wahrscheinlich, aber... Ach so. Lernanforderung 4 plus in Kampfeszorn. Keine Ahnung, ich habe doch hier, steht aber 6. Merkwürdig. Na gut. Wandelt 7% Schaden absorbieren. Wandelt 7% des erlittenen Schadens in Gesundheit um. Ermutigen. Investition, bla. Verringert täglich erlittenen Schaden. Nein. Uneingreifbar? Nein, auch nicht. Verbessert das Ziel? Auch nicht. Können wir Schaden absorbieren?
Ach, das war bis jetzt noch gar nicht aktiv. Aha. Okay. Tja, dann vereiteln, verringere die Bewegungs, bla bla bla. Kann man machen, aber ob ich das ehrlich gesagt brauche, weiß nicht so ganz. Naja, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit. Oh, Moment, ich muss mit Yanami noch kurz sprechen. Nein, nicht mit der hier. Dein Leomorph hat sich gut entwickelt. Jetzt ist er groß genug, um dich zu tragen. Auf seinem Rücken kommst du viel schneller voran. Bedenke aber, dass er noch jung ist, unerfahren im Kampf. Pass auf, dass er nicht verletzt wird. Für alle Fälle gebe ich dir einen Begleiter Doppelheiltrank. Heilte ihn griffbereit, falls sich dein Leomorph einmal verletzt. Aha. So, was kann ich mit erlaube die Nutzung des Ladens. Aha. Tja, ich würde aber sagen, wir nehmen hier nochmal ein bisschen Wasser mit. Und dann würde ich ja eigentlich auch gerne noch einkaufen. Kein Begleiter zum Respawn. Achso, genau, hier. Der Sattel. Maximale Gesundheit. Erzeuge ein... Also, so viel Geld habe ich aber noch nicht. Gibt's hier nichts zum... Ah, hier, Vita-Samen. Dann nehme ich mal einen mit. Und schäbiger Reittiersattel. Kann man machen. Das ist eh schäbiger... Alles schäbig. Das kann man mitnehmen. Moment. Wenn ich aber... Begleiterausrüstung. Ja, das ist Begleiter. Moment. Nee. Nur einmal. Ich sehe gerade, man muss das erst bestätigen. Sonst wird es nichts. Okay. So, dann... Ah, schon besser. Jetzt hat er auch... Ja, mehr wie die Hälfte der Gesundheit meinerseits. Gut, dann... Hihot. Wir reiten mal ins... lila... Schlummerland. Und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in einem der anderen Let's Plays. Jo. Das wünsche ich euch. Also, macht's gut.